12 Konzerte, 7 verschiedene Länder, jeden zweiten Tag Konzert. Ich glaube, alles das hatten wir zumindest noch nicht. Helmut vielleicht schon. Aber nicht mit so einem Programm. Ja. Vielleicht kann man bei Hugo Wolf einmal ganz klar sagen, nichts wird wiederholt. Es gibt keine sogenannte Melodie, die sich durch ein Lied oder vielleicht sogar gar durch den gesamten Zyklus zieht. Es ist immer wieder ein neues Prinzip, immer wieder eine neue Idee und es gibt unendlich viele überraschende Wendungen. Er hat dem Klavier also außergewöhnlich viel anvertraut. Es gibt eben Melodisches, manchmal sogar viel öfter im Klavier als beim Gesang. Weil der Gesang ist manchmal sehr rezitativisch, das heißt, es gibt unglaubliche Tonwiederholungen, die nur aus dem Text heraus gestaltet werden können, weil sie musikalisch gar nichts bringen. Und es gibt bei Hugo Wolf wahrscheinlich kaum ein Wort, das er nicht irgendwie berücksichtigt hat. Ein Ständchen euch zu bringen, kam ich hier. Wenn es dem Herrn vom Haus nicht ungenehm. Aber es ist, wenn es gelingt, ist es einfach fantastisch, weil man hat oft das Gefühl, man vergisst, dass da jemand singt. Es wirkt wie wenn es gesprochen wäre. Ja, mit ganz viel Wortwitz und mit vielen Ideen und es ist eigentlich wie ein Uhrwerk. Alles greift ineinander, das Klavier, die Stimme, der Text. Und die sind so voll von Esprit, diese Lieder. Und jedes ist anders, wie Jonas schon sagte. Es ist eigentlich, wie wenn man eine Schatulle aufmacht und man hat lauter Edelsteine drin. Und jeder ist für sich schön, aber so anders und die Edelsteine, die man in die richtige Reihenfolge bringen muss. Diese 46 Lieder als einen Zyklus darzubieten, ist erst eine Idee, die in den letzten Jahrzehnten gekommen ist. Also selbst vor 70, 80 Jahren hat man darüber nicht einmal geträumt und gesagt, das ist ganz unmöglich. Und die Schwierigkeit besteht jetzt darin, dass man eigentlich irgendwo einen Zusammenhang finden muss. So wie es gedruckt ist, macht es gar keinen Sinn für eine komplette Aufführung. Und praktisch jedes Sängerpaar mit Pianisten versucht, eine neue Reihenfolge zu machen. Ich glaube, da sollte man also dein Licht nicht unter den Scheffel stellen, denn diese Reihenfolge stammt ja von dir, Helmut. Genau, nicht von uns, von dir. Also wenn es da irgendwelche Mängel gibt, bitte wenden Sie sich an diesen jungen Herrn da drüben. Aber das ist nicht der Fall. Ich glaube schon, dass es, wenn man es auf dem Papier anschaut, Schwierigkeiten geben kann, dass manche Stücke einfach nicht offensichtlich zueinander passen. Aber dafür haben wir ja so viele Konzerte gemacht, sozusagen, dass wir für jedes Stück eigentlich einen Übergang gefunden haben. Fertig seid ihr schönes Kind und geht mit eurer Freilung auf halt los. Spricht man euch an,
kostet euch so viel ein holder Gruß.